Schöne an der Bewegung ist eigentlich so diese Art von Freiheit zu spüren, die dann ausgelöst wird in mir. Einfach, dass ich mich überhaupt wieder bewegen kann, ist schon so viel ein Mehr an Freiheit, das ich vorher in der Zeit nach der Amputation nicht gehabt habe. Das Klettern, das taugt mir unheimlich, dass das wieder geht. Und es geht mittlerweile echt voll gut. Und es ist so eine ausgleichende Bewegung zum Alltag halt. Der Unfall war 2018 im Herbst. Mein Freund und ich waren mit einem Motorkahn unterwegs. Und irgendwie, wir sind halt da einen Steilhang runtergefahren und plötzlich hat das Heck zum Hüpfen begonnen und es hat uns einfach dann überschlagen und 70 Meter runtergehauen. Mir hat es dann aus der Kabine geschmissen und die Kabine hat mir leider meinen Fuß abgedruckt. Da bricht einmal die Welt zusammen. Und das ist dann schon eine harte Zeit gewesen. Aber ja, mit der Unterstützung von der Familie und von meinem Freund habe ich das geschafft. Das, was mir am meisten geholfen hat, war so irgendwie meine Sturheit, die für die Familie nicht immer ganz leicht zu ertragen ist. Aber das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Ich habe mir immer gedacht, jetzt erst recht und jetzt mache ich alles das, was ich früher gemacht habe, trotzdem noch, wenn nicht sogar besser. Und ich habe wieder zum Tanzen angefangen und wieder zum Kraxeln, zum Laufen, zum Reiten. Ich bin auf die Alm gegangen. Ich habe den Obstbaum geschnitten und bin am Baum umgestanden. Und man braucht halt auch einen Humor. Man muss über sich selber lachen können, wenn man wieder mal herfällt. Wie wenn ich beim Pferd ausmisst und die Prothesen gibt nach und ich liege halt wieder mitten im Rosmist drinnen. Sicher ist das ungut, aber im Nachhinein ist es dann auch wieder irgendwie zum Lachen, weil passiert halt. Und man braucht ein bisschen so einen schwarzen Humor. Eine Prise davon schadet nie. Das ist auch schon sehr viel die Ärzte geschuldet, dass ich jetzt da bin, weil einfach mein Fuß so gut amputiert worden ist, dass ich keine Probleme habe. Da hier oben leben zu dürfen, ist ein wahnsinniges Privileg und das bin ich mir jeden Tag bewusst. Und wahnsinnig dankbar dafür, dass ich da sein darf. Und speziell so die Arbeit am Bauernhof ist für mich was zutiefst Sinnvolles. Ich liebe das alles. Ich liebe die Kuhglocken, ich liebe die Sense zu dengeln, ich liebe das Mahen, das Heigen, das Schöpfen, diese Anstrengung auch. Aber es hat halt einfach einen Sinn und das motiviert mich so sehr. In meiner Traurigkeit nach der Amputation, eine von meinen Lieblingskühe ist da gelegen und hat da wieder gekeult und ich habe mich dazu gesetzt und habe einfach mal zum Rehren angefangen. Und die Kuh legt einfach ihren Kopf auf meine Schulter. Ich habe mir das war so echt und das war so was unheimlich Tröstendes, das einfach einmal, Entschuldigung, von einem Tier zu erfahren. Das Wandern ist halt auch gerade so eine Bewegung, die macht mich wahnsinnig glücklich und gleichzeitig spüre ich aber so eine Traurigkeit, weil ich einfach weiß, wie bin ich früher gewandert und wie muss ich jetzt mich anstrengen. Also wenn ich jetzt ein Hindernis überwinde oder wenn jetzt irgendwelche Stufen sind, dann geht das halt nicht mehr so leicht und ich brauche so wahnsinnig viel Kraft. Dass ich da hier oben bin und dass jetzt gerade auch so der Nebel aufgeht, das ist so ein unglaubliches Gefühl. Und ich bin eigentlich wahnsinnig stolz auf meinen Geist und meinen Körper, dass ich das so schaffe, mein Körper und ich, dass wir da so zusammenspielen und das zu erreichen, den Gipfelsieg schaffen.